Ich gehe noch mal ein Stück zurück zu dem, was unsere anderen Referenten aus dem Süden vorhin auch gemacht haben. Ich spreche noch mal über die Lage von Tabakwaffen und dann darüber, dass es dafür kurzfristige Verbesserungen geben muss, weil zum Beispiel im Fall von Malawi eine extreme Abhängigkeit von Tabak besteht. Zuerst werde ich darauf eingehen, also erstmal werde ich einfach nur Informationen über Malawi geben, dann werde ich die Lage der Tabakbauern und der Tabakarbeiter in Malawi beschreiben. Und das mache ich so ein bisschen anders als die anderen Referenten. Ich nehme zwei Fallbeispiele aus meiner Forschung, also zwei Menschen, und stelle sie einfach vor. Und dann gehe ich darauf ein, auf die Frage ein, warum tut eigentlich die International Tobacco Growers Association, ITGA, also der internationale Tabakbauernverband, der ziemlich stark ist, nichts dagegen, dass es den Bauern so schlecht geht. Und dann werde ich als Ausblick kurz auf die Strategien, die wir als Ausblick anstreben können, eingehen, aber eben damit auch wieder relativ generell. Die letzten Teile des Vortrags sind dann auch relativ anwendbar international und nicht mehr so stark auf Malawi. Zuerst zu Malawi. Malawi liegt in Südostafrika und ist ein ziemlich kleines Land. Das sieht man hier auf der Karte jetzt nicht unbedingt, aber es hat 15 Millionen Einwohner. Davon leben ungefähr 65% unter der nationalen Armutsgrenze. Und es hat eine extrem hohe Abhängigkeit vom Tabakanbau im Moment. 23% der Steuereinnahmen stammen aus Tabakauktionen und 65% der Deviseneinnahmen stammen aus dem Tabakverkauf. Malawi ist ein ziemlich kleines Land, aber ein sehr großer Produzent und ist auf Platz 5 der tabakexportierenden Länder nach China, Brasilien, Indien und den USA. Und da sieht man dann auch die Dimensionen, was das für das Land bedeutet, weil die anderen sind alle sehr große Länder. Das Land produziert vor allem Burley-Tabak, was eine Beimischung in American Blend-Zigaretten ist, also zum Beispiel Camel, Marlboro und Lucky Strike. Und dieser Tabak wird anders als in anderen Ländern auf Auktionen verkauft. Die anderen Referenten haben das Vertragssystem beschrieben. In Malawi bringen die Bauern ihren Tabak zu einer Auktion, wo dieser Tabak dann an Firmen verkauft wird. In Malawi gibt es zwei Firmen, die 70% der gesamten Tabakernte aufkaufen, also quasi ein Monopol haben. Diese beiden Firmen, das sind Universal und Alliance One, exportieren den Tabak dann ins Ausland und verkaufen den Tabak an Zigarettenfirmen wie zum Beispiel Philip Morris. Und Belgien und Deutschland sind die größten Importeure von malawischem Tabak. Wenn man dann sieht, 45% des Tabaks aus Malawi geht an Philip Morris, dann kann man sich vorstellen, dass gerade in diesem Moment wahrscheinlich hier in Berlin Tabak aus Malawi zu Zigaretten verarbeitet wird. Wenn man sich dieses Ausmaß an Tabakanbau vorstellt, dann sieht man, man braucht dringend Alternativen für das Land, aber da das Ausmaß so groß ist, dauern die auch einfach länger als in anderen Ländern und deswegen brauchen wir auch ganz dringend kurzfristige Verbesserungen für Bauern. Okay, dann gehe ich zu meinem ersten Fallbeispiel über. Das ist William Tembo, ein Kleinbauer im Central District. In Malawi gibt es ungefähr 360.000 Kleinbauern, die Tabak anbauen und William Tembo ist einer davon. Er ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat 5 Kinder, die 8 bis 16 Jahre alt sind. Auf seinem Feld, das ungefähr 2 Hektar groß ist, baut er Mais, Tabak, Erdnüsse und Soja an. Wobei Mais nur für den Eigengebrauch als Ernährung. Im Interview hat er mir gesagt, das Erste, woran ich bei Tabak denke, ist Geld. Weil man damit mehr Geld verdient als mit jeder anderen Pflanze. Und dann hat er kurz eine Pause gemacht und hat gesagt, so erscheint es zumindest.
weil das Geld als eine Summe auf einmal kommt. Aber wenn man es dann durchrechnet, stellt sich heraus, dass man fast nichts verdient. Woher kommt das? Tabak hat extrem hohe Investitionskosten, zum Beispiel für Düngemittel, und gleichzeitig in Malawi extrem niedrige Preise, die daher kommen, dass es Überproduktion gibt, weil Bauern relativ wenig alternative andere Möglichkeiten für Cash Crops haben. Und in Malawi ganz extrem gibt es betrügerische Preisabsprachen auf den Auktionen, dadurch, dass eben zwei Firmen den Markt fast komplett kontrollieren. Universal und Alliance One mussten aber auch schon in anderen Ländern wegen betrügerischer Preisabsprachen, also zum Beispiel in Spanien und Italien, Bußgelder zahlen. William Tenrows ganze Familie hilft auf dem Feld, und die Kinder zwar erst nach der Schule, aber dann auch am Wochenende sehr viel, und während der Erntezeit bleiben sie zum Teil aus der Schule weg. Sein bestes Anbaujahr war bisher 2008. Da hat er 5 Tabakballen produziert, das sind etwa 500 Kilogramm Tabak, und dafür 215.000 Quatscha erhalten. Das sind etwa 950 Euro. Nach Abzügen für Düngemittel, Transport und den Trockenschuppen, den er braucht, hat er 100.000 Quatscha rausbekommen. Das sind 450 Euro. Das sind etwa 90 Cent pro Kilo. Oder wenn man das auf eine Zigarettenschachtel dann unterbrechen wollte, 2 Cent. Aber was bedeuten eigentlich 100.000 Quatscha in Malawi? Die Armutsgrenze für seine Familie ist bei 196.000 Quatscha. Das kann man hochrechnen als Pro-Kopf-Armutsgrenze. Und daran sieht man, dass das Tabak nicht ausreicht, um diese Familie zu ernähren. Ach, und William Tenbo hat auch noch erzählt, er raucht nicht, weil er sagte, gut, wozu sollte das gut sein, zu rauchen? Und als ich mit ihm über Warnhinweise gesprochen habe, die in Brasilien nach den Tabakschachteln waren, hat er sich sehr besorgt gezeigt, und über die große Zahl an Toten durch Tabak hat er also sich sehr extrem besorgt gezeigt. Und dann hat er gesagt, okay, meine erste Konsequenz ist, ich werde bestimmt nicht anfangen zu rauchen. Und ich würde mir wünschen, etwas anderes anpflanzen zu können. Denn die Firmen hätten niemanden, von dem sie Tabak kaufen könnten, wenn niemand Tabak anbaut. Realistisch gesehen hat er natürlich dann hinzugefügt, aber die Leute müssen einfach gewarnt werden, dass Tabak schädlich ist, als wenn immer noch Leute Tabak anbauen. Wichtig für ihn war, er wünscht sich eine Alternative, und die muss irgendwie von der Regierung oder einer anderen Stelle kommen. Mein zweites Beispiel ist eine Tabakpächterin. Das ist auch ein System, das in Malawi relativ bezogen auf Malawi existiert. Das ist Agnes Banda. Ihr Gesicht ist verpixelt, weil sie Angst vor Repressionen des Plantagenbesitzers hatte. In Malawi gibt es etwa 300.000 sogenannte Pächter auf den Tabakplantagen. Von denen auch, also das ist dann eine ganze Familie, die auf der Tabakplantage lebt, und etwa 78.000 Kinder, die auf diesen Plantagen arbeiten. Das ist wohlgemerkt nur die Zahl der Kinder, die auf den Plantagen arbeitet, und nicht die Zahl der kleinen Bauernkinder. Diese Tabakpächter produzieren etwa 1/3 der gesamten Tabakproduktion aus Malawi. Im Pachtsystem, also das Pachtsystem funktioniert so, dass der Plantagenbesitzer alle landwirtschaftlichen Mittel zur Verfügung stellt, das heißt Düngemittel, Pestizide, Saatgut, was entspricht etwa dem Vertragssystem, wie man es in den anderen Präsentationen gesehen hat, aber der Plantagenbesitzer stellt auch Nahrung zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die Pächter dann Tabak anbauen und nur an diesen Tabakplantagenbesitzer verkaufen. Von dem Erlös werden alle Kosten für Düngung und so weiter abgezogen, und diese Kosten sind meistens überhöht. Das heißt, am Ende bleibt fast gar nichts übrig. Agnes Danda ist 22 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder. Sie wuchs auf einer Plantage auf,
und hat mit 13 Jahren schon geheiratet. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, hat sie mir erzählt, aber sie musste die Schule aufgeben, weil ihre Familie einfach zu arm war. Und das, obwohl in Malawi die Primarschule keine Schulgelder verlangt. Um Lehrerin zu werden, hätte sie die Sekundarschule besuchen müssen und dann auf einen Lehrerkolleg gehen müssen, was auch die Regierung bezahlt hätte. Die Sekundarschule hätte man finanzieren müssen, aber das Lehrerkolleg von der Regierung übernommen. Sie hatte aber eine vergleichbar gute Schulbildung, wenn man das mit den anderen Tenants auf der Plantage vergleicht. Im Jahr 2008 hat sie 9 Tabakbeutel produziert mit ihrer Familie zusammen. Und die Abmachung war 5000 Quatscha pro Tabakqualen, die sie bekommen sollte, bevor Abzüge gemacht werden. Nach den Abzügen hatte sie nur noch 20.000 Quatscha, das sind 90 Euro oder 10 Cent pro Kilo. Und die Armutsgrenze für Banda, also für Elvis Bandas Familie, ist bei 140.000 Quatscha. Und für diese 20.000 Quatscha hat sie 9 Monate gearbeitet. Als Primarschullehrerin würde Agnes Banda etwa 18.000 Quatscher pro Monat verdienen. Also etwa das, was sie jetzt in einem Jahr verdient hat. Als Beispiel habe ich das Bild von Häusern von Tabakpächtern mitgebracht. Tabakpächter leben in bitterer Armut. Es gibt eine unzureichende Unterkunft. In diese Häuser regnet es sehr stark rein und in der Regenzeit ist es nicht nur so ein bisschen Nieselregen, der runterkommt, sondern es, ja, man geht unter, im Grunde genommen. Es fehlt sauberes Trinkwasser auf den Plantagen und bei Agnes Banda ist es auch noch kilometerweit entfernt. Sie bekommen auch vom Landlord keine Chemikalien, um das Wasser zu reinigen. Es gibt zu wenig Nahrung, die der Landlord zur Verfügung stellt. Das heißt, Agnes Bandas Familie isst einmal pro Tag Maisbrei mit grünen Blättern und es gibt nicht mal Bohnen. Es gibt zwar malawische Organisationen, die gegen diese Ausbeutung kämpfen. Die Lage ist ziemlich komplex. Aber ich möchte gerne auf die internationale Lage eingehen und dabei halt eben mal fragen, warum tut eigentlich die International Tobacco Growers Association nichts für diese Leute? Und das ist wirklich eine sehr starke Organisation, die Vertreter zu Verhandlungen, zum Beispiel über die Framework Convention on Tobacco Control sendet, die Lobbyarbeit bei der Food and Agriculture Organization macht. Und dazu muss man wissen, die ITGA wurde 1984 gegründet und Ende der 1980er Jahre von der Tabakindustrie gekapert, kann man es vielleicht nennen, um Tabakkontrolle und Alternativprogramme zu verhindern. Dieses interne Tabakindustrie-Dokument, das ich hier angezeigt habe, zeigt das Konzept, das die Industrie hatte, um die ITGA zu übernehmen. Der erste Punkt sagt, wir müssen die Landwirtschaftslobby entwickeln, deren Integrität und Unabhängigkeit ist von großem Wert für uns. Und wir müssen verhindern, dass die ITGA anfängt, sich gegen uns aufzulehnen oder gegen uns zu verstören. Seitdem wird die ITGA von der Tabakindustrie finanziert und zum Beispiel dieses Dokument von 2001 zeigt, dass sie im Jahr 2001 250.000 britische Pfund von der Tabakindustrie erhalten haben. Ein Zeitungsartikel von 2010 zeigt, dass die ITGA immer noch von der Industrie gesponsert wird und dann wird einem irgendwie auch klar, warum sie gar nichts dagegen tun, was den Tabakbau angeht. Um die Situation zusammenzufassen, aus der Sicht der kleinen Bauern und der Arbeiter, nicht nur in Malawi, sie fühlen sich ausgebeutet von der Industrie.
Und die WHO wird gleichzeitig so dargestellt, dass sie eigentlich den Bauern das Leben nur noch schwerer machen will. Also jedenfalls schafft es die ITGA immer wieder in diesen Ländern Pressemitteilungen in die Zeitungen zu bekommen, in denen das so dargestellt wird, wie zum Beispiel dieser Artikel vom Jahr 2012, das ist aus dem September. Tabakbauern und Arbeiter sind also damit doppelt unsichtbar gemacht oder zum Schweigen gebracht. Einmal wird die ITGA als Kulisse benutzt, um das zu verdecken, was eigentlich abläuft. Und die Kleinbauern haben ansonsten ja kein Geld, um irgendwie diese große Kampagne zu machen. Und das Zweite ist, die Tabakkontrollbewegung hat immer noch zu wenig Bewusstsein dafür. Die kurzfristigen Verbesserungen, die dringend benötigt werden, ist einmal, es gibt einen Gesetzesentwurf, Tennessee Labor Bill, die enthält, dass den Tabakpächtern Wasser, Nahrung, Unterkunft und angemessene Bezahlung zur Verfügung gestellt werden muss, dass es ein Verbot von Kinderarbeit geben muss und dass dafür, wenn Kinder arbeiten, Plantagenbesitzer bestraft werden sollen. Außerdem müssten Preisabsprachen auf den Auktionen verhindert werden und dann, das ist ein eher langfristiges Ziel, die Alternativen geschaffen werden. Genau, und jetzt halt die Strategien, die man nutzen kann, um da rauszukommen. Das ist einerseits die Stärkung von Gewerkschaften und Kleinbauernverbänden, weil dann können die auch selbst für Alternativen kämpfen. Das zweite ist das sogenannte Shadow Reporting, das heißt, Nichtregierungsorganisationen können bei der UN-Kinderrechtskonvention bei regelmäßigen Überprüfungen, ob diese Konvention eingehalten wird, auch Berichte einreichen, um darzustellen, dass diese Konvention in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Tabakanbau, nicht eingehalten wird. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen einen Dialog zwischen der Tabakkontrollbewegung und den Tabakbauern und Arbeiter.